Mein Name ist Stefan Kiefer, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, die zur Schule gehen, bin als Rechtsanwalt tätig, aber auch seit 12 Jahren im Stadtrat. War immer schon engagiert in meiner Jugend, in der katholischen Jugend, bin bekennender Christ. Ja, und wenn ich noch Zeit habe neben der Politik, dann gehe ich gerne wandern, in die Berge, joggen und kümmere mich natürlich um meine Familie. Augsburg ist eine faszinierende Stadt. Am meisten begeistert mich der Reichtum der Menschen hier, die vielen Engagierten in Unternehmen, in Sozialverbänden, in Chören und in der Kultur. Und das großartige historische und natürliche Erbe. Ich liebe die Stadtmauer, ich liebe das Römische Museum und gehe auch gerne an Lech und Werther spazieren. Ich bin seit 12 Jahren politisch tätig. Ich kümmere mich stark um die Vereine. Ich setze mich ein für das kulturelle Erbe. Die Stadtmauer hat Zuschüsse, beim Römischen Museum gibt es Planungen. Aber ganz, ganz wichtig ist mir, dass alle Menschen Chance zur Teilhabe haben. Deswegen kämpfe ich auch zum Beispiel für ein Sozialticket, wo wir jetzt immerhin einen Einstieg geschafft haben. Mir ist wichtig für Augsburg, dass alle Menschen eine Chance haben zur Teilhabe an der Gesellschaft. Augsburg soll die Stadt der Aufsteiger werden. Ich will, dass wir Armut bekämpfen, deswegen auch bezahlbaren Wohnraum schaffen und ein Sozialticket zum Beispiel. Und ich will, dass Augsburg ein neues Miteinander bekommt. Wir brauchen einen neuen Politikstil, weil gemeinsam geht es einfach besser. Ich bringe meine Lebenserfahrung, meine berufliche Erfahrung mit. Ich bringe meinen guten Willen und mein Engagement mit. Und ich stehe für das neue Miteinander in dieser Stadt, denn ich glaube, wir brauchen mehr Zusammenarbeit mit den Bürgern, mit den Verbänden, aber auch in der Politik. Da haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, einiges nicht richtig gemacht und das will ich neu machen.